Hallo und herzlich willkommen auf dem Nähfrosch-Kanal. Heute geht es nicht ums Nähen, sondern um Resingießen. Ich zeige allen Resin-Anfängern und die es werden wollen, wie es geht. Ich würde mich zunächst mal freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, vielleicht einen netten Kommentar und die Glocke betätigt sowie meinen Kanal abonniert, damit ihr kein neues Video hier mehr verpasst. Und nun zeige ich euch, worauf es ankommt. Mit dem Resin- oder Keraflot-Gießen. Los geht's! Zum Gießen mit Resin oder anderen Reliefgießmassen wie zum Beispiel Keraflot, Kerakraft oder es gibt noch eins, Kera, weiß ich nicht, wie es heißt, braucht man gar nicht so viel. Man braucht eben dieses Gießpulver, man braucht ein bisschen Wasser, man braucht einen Behälter, um das Ganze zu mischen. Ich habe hier einfach einen alten großen Joghurtbecher benutzt, ausgespült natürlich. Etwas zum Umrühren ist noch gut, man kann auch einen alten Löffel benutzen und natürlich man braucht Formen. Es gibt so 3D-Formen, man kann auch Silikonkuchenformen verwenden. Es gibt hier, habe ich so kleine Wichtelchen. Und ich habe mir noch etwas mit kleinen Mulden zurechtgelegt. Hier könnt ihr zum Beispiel auch eine Toffifee-Verpackung benutzen. Wenn nämlich nachher noch ein bisschen was übrig geblieben ist, dann gieße ich das einfach da irgendwo rein. Und genau, ihr braucht noch eine Waage und eine Unterlage ist auch nicht schlecht. So. Das Ganze funktioniert wie folgt. Ihr startet die Waage und setzt sie auf 0. Dann kommt Gießpulver hinzu. Das, was ich habe, hat das Mischungsverhältnis 3 Teile Pulver auf 1 Teil Wasser. Ob ihr jetzt das Wasser oder das Pulver zuerst reinmacht, ist ziemlich egal. Ich werde jetzt 300 Gramm Pulver anrühren und 100 Gramm Wasser dann dazugeben. Ja, 350, 15, das passt schon. Genau, jetzt setze ich es wieder auf 0. So. Und gebe meine 100 Gramm Wasser mit dazu. So. Das passt. Nun wird das Ganze umgerührt, dabei nicht zu stark schlagen, damit nicht zu viele Luftbläschen entstehen. Also jetzt da mit dem Schneebesen oder mit irgendwas elektrischen würde ich da nicht vorgehen. Und ich würde auch nicht zu viel Gießmasse auf einmal anrühren, lieber hintereinander mehrere Portionen. Genau, dann lässt sich nämlich besser verarbeiten, weil ihr habt ungefähr 10 Minuten Zeit. Dann fängt das Zeug an anzuziehen und es muss jetzt halt erstmal verrührt werden und dann in die Formen eingegossen werden. So, wenn ihr dann fertig mit Umrühren seid, ruhig ein bisschen schon mal aufklopfen. Dann gehen schon mal die ersten Luftbläschen raus. Die wollen wir dann da gar nicht drin haben. So. Nun nehme ich mir mal einige Formen her, vielleicht die. Oh, jetzt seht ihr auch, mein Videotisch ist nicht ganz eben. Naja, nun könnt ihr, für den Wichtel hat gar nicht mehr gereicht, den mache ich dann gleich noch. Jetzt könnt ihr hier so vorsichtig ein bisschen dagegen klopfen, damit Luftbläschen noch rauskommen. So, und nun lässt man das Ganze in Ruhe. Das trocknet relativ schnell. Diese Form ist jetzt ein bisschen dicker, die wird ein bisschen länger brauchen, aber hier diese kleinen Wichtelchen oder das hier ist auch relativ dünn. Ja, so in 30, 40 Minuten wird das fest sein. Während dem Trocknen wird es heiß, also ja, oder warm, je nachdem wie dick die Form ist. Und solange es eben warm ist, sollte man es in Ruhe lassen und nicht auslösen.
Und wenn es dann kühl ist und sich so ein bisschen, ja, fühlt sich auch noch ein bisschen klamm an, dann kann man es rausholen. Und es sollte dann noch ein paar Tage durchtrocknen, bevor man ja, es anmalt oder beplottet oder bestempelt oder wie auch immer damit weiter vorgeht. So, ich würde sagen, wir warten jetzt mal ein bisschen ab und damit ihr nicht so lange warten müsst, machen wir es so. So, die Trockenzeit ist um. Die Formen fühlen sich nicht mehr heiß oder warm an und jetzt kann es ans Rausdrücken gehen. Ich habe hier noch den kleinen Wichtel nachgegossen sozusagen. Den löse ich jetzt mal als erstes aus und das funktioniert hervorragend, wie ihr seht. Alle Details sind da und der sieht prima aus. Dann mache ich mal das Deko-Tablett. Das lässt sich auch super aus der Form lösen. Und es, seht ihr das? Das ist ganz glatt, richtig glatt. Es fühlt sich jetzt noch ein bisschen klamm und leicht feucht an. Das muss jetzt noch ein paar Tage durchtrocknen, bevor man da jetzt mit Plotter oder Stempel oder wie auch immer noch Verzierungen aufbringen kann. Und hier den Rand kann man mit einem ganz feinen Schleifpapier noch mal ein bisschen bearbeiten. Genau, und ja, hier habe ich ein bisschen drüber gegossen, aber das kann man einfach hier abbrechen und wie gesagt dann mit einem feinen Schleifpapier drüber gehen und das macht gar nichts. So, dann noch mein Gugelhupf. Tada, auch der ist gut geworden. Hier habe ich auch so einen kleinen Rand. Das ist überhaupt kein Problem. Da gibt es nachher noch ein bisschen Nachbearbeitung und ja. So einfach ist es, mit Resin Deko-Objekte zu gießen. Hier habe ich noch meine Reste in meine Schmuckform gegossen und habe jetzt hier lauter kleine Nupsis. Und ja, kann die irgendwo noch mit aufkleben, verbasteln, was auch immer. Und eine Sache möchte ich noch zeigen. Nämlich, ich habe meinen Becher hier schön trocknen lassen und kann den jetzt ein bisschen knicken. Und da fällt alles runter und dann kann ich den Becher auch einfach wieder benutzen. Ausspülen ist nicht so eine gute Idee, weil man möchte das Zeug nicht in großen Mengen im Abfluss haben. Da gehört es überhaupt nicht hin und das schmeiße ich einfach in den Hausmüll. Tja, das war's. Viel Spaß beim Resingießen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und ihr traut euch nun ran an die Reliefgießmasse. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr mir einen netten Kommentar und einen Daumen nach oben da lasst und vielleicht meinen Kanal abonniert und das Glöckchen betätigt, damit ihr kein neues Näh- oder Bastelvideo verpasst. Und nun ab an die Gießmasse, los geht's!